Moin moin Leute und herzlich willkommen zu dem jetzt schon zweiten Part von Thief. Ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Janik, muss auf meine Uhr gucken, damit ich auch ja wieder 20 Minuten aufnehme. Und wir sind das jetzt mal hier stehen geblieben und haben jetzt ja mitbekommen, dass wir jetzt hier reingeschleust wurden. Hallo? Was denn jetzt? Abgefuckter Modus. Okay, dieser Modus hilft einem anscheinend, wenn man nicht mehr weiß, wo man lang muss. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. What the Scheiße? Was ist los mit mir? Ah, hier kann man sich ja verstecken und herausspringen. Okay, das ist sehr interessant, definitiv. So, und wie benutzen wir denn jetzt hier diese Kralle? Wahrscheinlich einfach nur... Katsching. So benutzen wir es. Okay. Das ist sehr einfach und verständlich. Falls ihr den ersten Part von diesem Spiel noch nicht gesehen habt, oben links und oben rechts sind immer zwei Anmerkungen, und zwar zum nächsten Part und zum vorherigen Part. Deswegen immer schön die Anmerkung anmachen, damit ihr auch wisst, wann es denn wieder weitergeht und dass ihr einfach weiterklicken könnt. Und wir haben Nahrung für unsere Gesundheit. Aber das brauchen wir gerade nicht, denn wir sind fett. Genau, wir sind fett. Deswegen brauchen wir das nicht. Da ist der Glockenturm. Das ist gerade ein motherfucking Glockenbeat. Wer von euch SSIO kennt, wird diesen Witz verstehen. Was geht da? Hört alle her! Das Verrätertor bleibt auf Befehl des Barons bis morgen früh geschlossen. Okay. Wahrscheinlich, weil wir jetzt halt gerade irgendwie, weil die gerade Probleme hatten mit, so ein paar Eindringlingen, könnte man sagen. Ich bin ja auch kein Politiker. Dass der Pöbel alles noch schlimmer macht. Ganz wichtig, auch wenn das jetzt, obwohl ich lasse es lieber drin. Lass ich es drin? Ich weiß nicht. Das schreibt ihr mir mal am liebsten in die Kommentare. Genau du! Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob es besser ist, wenn ich die Untertitel anlasse oder wenn ich sie doch lieber ausmache. Denn gerade in der Sequenz waren die Untertitel ja einfach komplett falsch. Also die sind einfach zu Momenten gekommen, als das irgendwie nicht gepasst hat. Aber jetzt für solche Dinge, wie es jetzt gerade ist, wäre das halt schon interessant. Weil wenn es halt leise ist, dann kann man das halt schon besser hören, so alles. So leid es mir tut, die ziehe ich jetzt eine rüber. Hast mir gerade einen weiteren Tag in diesem Loch gekauft. So, wo verstecken wir den? Wo verstecken wir den? Ich würde sagen, wir verstecken den irgendwo in der Ecke, auf jeden Fall. So. Jetzt können wir natürlich... Das ist jetzt natürlich blöd gemacht. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Okay. Wir können seine Beute nur stehlen, wenn wir ihn noch nicht umgelegt haben. Sehr interessant. Ich dachte, wenn wir ihn umlegen, können wir trotzdem noch auf ihm mal so ein bisschen untersuchen. Aber da habe ich falsch gedacht. So, wo hocken wir denn jetzt hier alles? Hier müssen wir runter einfach. Okay. Leo? Die Kralle ist recht leise, wenn man sie richtig Was benutzt. Ist hier jetzt gerade los? Oh Gott, leck des Todes! Lauter, als es ist. So. Hat hier gerade einen minimalen Leck. So, jetzt habe ich zum ersten Mal was falsch gemacht. Hey, und ich weiß jetzt, was passiert, wenn man etwas falsch macht. Yay. Okay. Gut, dann wollen wir hier reingehen. Hier haben wir jetzt erstmal nochmal ein bisschen Nahrung. So, hier müssen wir uns jetzt durchquetschen. Hoffentlich passiert jetzt nicht so was Schlimmes wie in Outlast damals. Da wurden wir nämlich krass erschrocken wegen dem... wo wir uns so durchgequetscht haben. Das war ganz am Anfang von Outlast, ich erinnere mich. Das war sehr brutal. Warum habe ich hier gerade so Lecks in mir? Was soll der Müll denn? Steinhauergasse ist über Nacht gesperrt. Kein Durchgang. Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstmordseuche. Durch den Juwelier kann ich die Tore hier umgehen. Nebenbei die Maske. Und nebenbei die Maske stehlen. Verschaffe dir Zutritt zum Juweliergeschäft. Die Frage ist jetzt natürlich, flackern immer noch. Wie läuft man jetzt hier? Finde mal einen Handwerker, dessen Finger nicht gebrochen sind.
Also da hinten kann man da mit der Kralle arbeiten. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Ich würde sagen, wir können jetzt hier einfach lang. As I said. Ich muss schlafen. So. Upa. Hier hoch. Wir haben ja die Kralle, wenn man sie richtig benutzt, haben wir schon gemerkt, ist das nicht ganz so laut. Von hier aus müssten wir jetzt gleich eigentlich immer noch in das... Immer schön um Ecken rüber gucken. Hallo. Ruhig. Meine Mutter ist tot, jetzt sind es schon drei. Was zur Hölle passiert hier gerade denn? Okay, da oben. Wie kommen wir denn mal am einfachsten und geschicktesten dort hinauf? Oder müssen wir am Ende da hinten rauskommen? Da ist auf jeden Fall jemand drin. Chip, 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 chip. Hier kommen wir hoch. Eieiei, das sieht doch super aus. Das sieht mehr als super aus. Ja, das sieht aus nach dem richtigen Weg. Wunderbärchen. Wichtig, wir müssen uns jetzt merken, dass da unten gerade jemand war. Den konnten wir da ja sehen und erspähen. Ein paar Wachen. Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Die Wache pennt. Okay. Unsere Aufgabe? Waffe stehlen. Maske stehlen. Was jetzt? Oh oh. Ich wusste nicht, was das für eine Taste ist. Das war vielleicht ein bisschen doof, die zu drücken. Okay. Wer ist da? Hier ist nichts. Okay. Gar nichts passiert. Ich hasse diesen Scheißvogel. Macht beim kleinsten Geräusch ein Riesengezeter. Das sollten wir wirklich nochmal so machen. Ich glaube, wir können uns hier sogar verstecken. Also hier hinter der Ecke einfach. Ich glaube, da merkt er das noch nicht mal. Verdammt kalt heute Nacht. Kollege? Hätte ich so ein Prachtweib wie er, wäre ich längst oben im Bett. Sag mal, ist es dir jetzt plötzlich egal, dass das Licht aus ist? Sieh dir das an. Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauche den Job. Ich werde krank. Das spüre ich. Wenn das sein... Oh. Guts Nächtle, mein Freund. So. Muss ich beim nächsten Mal echt... Obwohl, jetzt habe ich gerade Gold gekriegt. Vielleicht nehmen wir dann doch die Beute direkt mit. Wir können leider nicht die Leute in den Schränken verstecken. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Na. Sollten wir uns nicht ein bisschen drum kümmern, dass hier vielleicht Alarmanlagen oder sowas sind? Oh, ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich gebe es zu. So, aber... Ist hier irgendwer? Ich höre Stimmen. Her damit. Her mit dem schönen Mesken. Hm. Diese Juwelen sind aus Glas. Aber wenn das jemand nicht weiß, bezahlt er gutes Geld dafür. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Jetzt ganz leise und aufpassen. Verflucht sei
Menschheit, diese Stadt und ihre dreckigen Schatten. Ihr kriegt gar nichts von mir mit. Das ist mein Fluchtweg. Aber wenn ich ihn benutze, gibt es kein Zurück mehr. Ich könnte mich jetzt natürlich noch sehr lange umsehen. Aber das war's erstmal. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Maske. Das war mir jetzt gerade schon ein bisschen zu heiß da drin. Gut, dann wollen wir uns mal unseren Weg hier raushebeln. Zack, 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 zack. Zip! So. Was können unsere allmächtigen Augen hier vorfinden? Nichts. Obwohl, warte, ist da links gerade einer gekommen? Ne. Hat nur komisch geguckt. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt, was? Diese Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Was ist das denn? Brände, Seuchen. Oh oh. Was ist im Krieg? Ach, die Sache mit Blackbrook, oder? Das war doch gar nichts. Aber wenn unsere Nachbarn erfahren, was hier los ist. Ohne Scheiß? Ja, Mann. Oh, bitte, Herr, bitte, Herr. Dann hat er sich angeschissen. Was geht hier denn ab? Wir müssen bald jeden töten, der einen Schwermütigen bei sich aufnimmt. Kann ja kein Mensch schlafen. Oh, tut mir leid, Mann. Ziemlicher Auflauf hier. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nachtfenster. Seht so, dass sie lächelt. Können wir die beiden da vielleicht weglocken? Damit hätte sie allen einen Gefallen. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Verdammt. Ich dachte, ich hätte nur eine Flasche. Habe ich aber nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, guck mal an. Alle jammern wegen des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Ja, macht dann natürlich Sinn. Irgendwas stimmt nicht. Ja, das was nicht stimmt, das Also, wie hieß er noch gleich? Ja, doch. Wer? Wir schienen ihm recht. Irgendwas stimmt nicht. Da oben links geht's weiter. Der Baron hätte wegen der Abriegelung eine seiner Ansprüche halten sollen. Die Leute lieben gepfefferte Reden. Wann hat zuletzt jemand sein Gesicht gesehen? Okay, sehr interessant auf jeden Fall, was hier für ein Tumult herrscht im Moment. Wie wir auch immer jetzt hier wirklich hingekommen sind, ist auch die Frage. Aber wir wollen ja auf den Glockenturm, um uns ein wenig die Gedanken zu lösen. Um ein wenig mehr Klarheit zu bekommen. Okay. Da ist auch schon der schöne Glockenturm. Ein Prachtstück. Punkt 11 Uhr. Ach, und das war das erste Kapitel. Die Abriegelung. Du hast versucht, weder Spuren zu hinterlassen, noch Alarme zu verursachen. Doch, ich glaube, das habe ich einigermaßen gut geschafft. Bleibe unentdeckt. Erledigt. Perfekt. Gut. Weiter geht's ins nächste Kapitel. Also bis jetzt muss ich wirklich sagen, ich bin von dem Spiel umgeworfen. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber ganz entgegen, also gegensätzlich, Kind der Schatten und Abriegelung, ganz gegensätzlich der, guten alten Rezensionen, die zum Beispiel auf GameStar oder so geschrieben wurden, dass das Spielprinzip doch ein bisschen blöd sein soll, muss ich sagen, finde ich mal so gar nicht. Gut, was haben wir hier dann noch? Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nö, können wir nicht. Ach, guck mal, wir gehen einfach weiter. Sehr schön. Irgendwas sagt mir, dass hier jetzt gleich irgendwas passieren wird. Irgendwas geht hier gleich ab.
Ist Erin vielleicht auch hier? Jennifer. Jennifer? Ach, ein Rabe. Eine Streichholzpackung? Wo bist du? Komm bei mir vorbei, wenn du wieder da bist. B. Okay. Wir werden jetzt eine neue Person kennenlernen mit dem Kürzel B. Basso! Ach, Basso! Der gute alte Basso. Die Stadt, Stone Market. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Ach so, der Glockenturm dient also geradezu wirklich nur als Hauptsitz von uns. Deswegen konnten wir da gerade auch F1 drücken. Na gut, dann würde ich sagen, ja, wir wollen zu dem Markt. Here we go. Wer sein Heil in der Flucht sucht, lebt mitunter länger. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Denn der Kampf, der muss viele Opfer manchmal holen. Oder hat viele Opfer, ganz oft. Meine Nase ist immer noch ein wenig heilig, habe ich eine rote Nase, ich sehe aus wie Rudolf. So gut. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss, nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karren. Jawohl, Sir. Okay. Leck, 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 leck. Ist ja schon vorbei, keine Angst. Muss hier nochmal auf jeden Fall reingucken in den Einstellungen. Dass das hier beim Aufnehmen leckt das noch ein wenig. Das habe ich in der ersten Aufnahme gar nicht gehabt. Aber jetzt irgendwie zickt mein PC doch ziemlich rum. Aus welchem Grund auch immer. Gut, wir sollen da unten hin. Und dem Basso einen Besuch abstatten. Guck mal, würde ich sagen, nehmen wir doch hier mal das Fenster auseinander. Damit kommen wir doch bestimmt nach unten. Und bestimmt finden sich hier noch ein paar andere Güter, die wir mitnehmen können. Die ich sehr gerne mitnehmen werde. Das Büro der Wache. Das kann jetzt natürlich interessant werden. Hier ist so niemand. Hm. Ist das eine Tür ohne Henkel? Ziemlich komisch. Well, okay. Hoffentlich macht jemand Ärger. Dann weise ich ihn zurecht. Ach, guck mal an. Können wir doch mit Sicherheit ein wenig was klauen. Ein paar Dokumente. Okay. Ich muss schlafen. Alles mal schön mitnehmen hier. Oh ja, ein Brieföffner. Und wir können ja ein Schloss knacken. Zähne wackelt. Das ist ja schade, wenn einer deiner Zähne wackelt. Muss ich ja echt zugeben. Oh, das Schloss ist echt schwer. Das Schloss ist echt richtig schwer. Und hat auch viele Stifte, die richtig gesetzt werden müssen. Ah. Ja. Und noch mal weiter. Komm. Ja, und ein Stift noch. Na. Ja. So, dann wollen wir doch mal reingucken. Wenn das so zerriegelt ist, dann muss da doch was Dickes sein. Eieiei. Das gibt uns eine Menge Kohle. Na, machen wir das Türchen mal wieder zu. Muss ja niemand wissen, dass wir hier waren. Na gut, ich würde sagen, ich werde dann an dieser Stelle jetzt auch gleich mal einmal das Spiel speichern. Jetzt seht ihr auch, wie schön das aussieht, wenn man hier ein Spiel speichert. Ski. Und wundervoll, muss ich ja zugeben. Gut, ich würde sagen, das wäre es für diese heutige Folge The Thief. Falls es euch gefallen hat, wie immer, lasst doch einen Daumen da oder eine Bewertung. Das ist das gleiche, Yannick. Lasst eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen, denn dann sehe ich, dass es euch auf jeden Fall genauso gefällt, wie es mir auf jeden Fall gefällt. Das waren jetzt die ersten Parts, die heute sogar an einem Tag kamen. Der dritte Part wird morgen natürlich auch kommen, deswegen morgen könnt ihr da draufklicken. Es ist jetzt am Ende dieses Videos ein kleines Outro, wo ihr auf eine Anmerkung klicken könnt. Die wird morgen dann freigeschaltet. Da steht in der Anmerkung auch, wann das dann morgen kommt. Und bis morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tüdelü mit Ü.